So, anlegen, wenn ich bitten darf. Captain ist am Steuer! Ah. So. Ach, hier sind wir. Na, so ein Scheißdreck. Nicht in Kämpfe verwechseln lassen. Ha, wir haben ganz einen Arsch voll Leuten hinter uns her laufend. Warte mal, ist das nicht hier, wo wir das letzte Mal auch hatten? Ach, Scheißdreck. So, das Shanti ist davon geflogen. Ich habe sie eben noch hier rumschwirren sehen. Ihr bestimmt auch. So. Tja. Blockade. So, wo muss ich eigentlich hin? Da. 80 Meter nach da noch. So, Monroe helfen, dem Colonel helfen. So, Ziele eliminieren. Wer sind denn die Ziele? Ach, du bist ein Ziel. Hä? So, ich sehe nicht, auf wen ich hier einschlage, aber solange er tot ist. Was? Packelgewehr zum Vorteil nutzen? Ups. Scheiße. Den habe ich schlafen gelegt. Oho, wie schön. Der gnädige Herr legt sich schlafen, Scheißdreck. Wo sind meine Waffen? Da sind meine Waffen. So. 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 Was? Was sind die vier Punkte? Ach, whatever. Mit den paar hier unten werdet ihr wohl doch wohl selber fertig. So, wo sind denn alle? Ah. Das ist Kessig Oasis Werk, nicht wahr? Ich glaube schon, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Das Manuskript. Ihr. Verwahrt es. Bringt es zu Morrigan. Ich befehle es. Ihr wollt mir befehlen? Einem Colonel? Ich unterstehe euch nicht, Colonel. Ich übernehme die Verteidigung, bis ihr zurück seid. Ah, na warte. Glaubst du, du kannst mich bezwingen, Verräter? Ah. Ah. Scheiße, warum hatten wir nicht Hallo? Ah. Glaubst du, du kannst mich bezwingen? Na, komm schon. Na, komm schon. Was? Ey, ich hab doch... Ich schwöre, ich hab blockiert. Ich mag's nur nicht, wenn er meine Befehle nicht mehr kriegt.
Ist so ein bisschen wie bei Elder Scrolls, wenn man dem einen Typen zu nah steht. Ach, leck mich doch am Arsch. Ach, leck mich doch beide am Arsch. Oh, nicht so. Oh, nicht so. So ein Arsch. Da kommt er von hinten angeschlichen. So ein ganz einfacher Typ, den man mit zwei Streichen ausschaltet, kommt da von hinten angeschlichen. Das gibt's doch echt nicht. Verdammt. Na gut. Na komm schon, wo bist du? Moment, das war der falsche, oder? Glaubst du kannst mich bezwingen, Verräter? Ah, das kann ich auch. Ihr habt viel gelernt, Verräter. Kesegowase. Es musste nicht so enden. Und oh, du bist ein Feind. Achilles verlangt deinen Tod. Was er tut, ist falsch. Was weißt du schon? Die Templer werden scheitern. Du wirst scheitern. Monroe ist jetzt schon tot. Was meinst du? Liam. Drei Minuten, um Monroe zu retten. Haben wir hier? Da ist er. Ah, wir haben den falschen Ausgang genommen. Scheiß drauf. Drei Minuten, das kriegen wir ja wohl hin. Scheiße, irgendwas habe ich da an der Nase und ich kann gerade nicht hingreifen. Der Colonel lief Richtung Docks. Ein großer Mann mit Axt war ihm auf den Fersen. Das ist blöd, wenn ein großer Mann mit Axt auf den Fersen war. Na komm schon. Wir haben nicht ewig Zeit. Hier wird immer noch gekämpft. Die Musik kommt mir gerade so vertraut vor. Ich glaube, die benutzen sie echt in jedem Assassin's Creed-Teil nochmal wieder, ne? Na, komm schon. Scheiße. Ich muss ja doch mal ins Gesicht greifen, um das... Das war so ein Fussel, irgendwie. So, komm. Scheiße, ich brenne. Okay, komm schon. Das Manuskript. Ein Assassinen namens... Liam. Ich hole es zurück. Ich schwöre es. Shay. So, nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Ja, das hat ja nicht ganz gut geklappt. Und Kisu Kawakis mit einem Puckelgewehr töten. Hä? Ja. Ich guck gerade auf die Uhr. Und sehe gerade, in einer Viertelstunde müsste ich ein Video freischalten. Hä? Oder zwei. Ups. Das ist blöd. Muss ich gleich mal kurz sehen, dass ich
eine Aufnahmepause in der Mache. Schon wieder. So, in 100 Metern. So, und es kommt natürlich, wie es kommen musste. Wir müssen gegen unseren alten Lehrer, unseren alten Freund kämpfen. Gegen den Typ, der uns zu Anfang noch verteidigt hat, quasi. So ein Scheißdreck. Schwört ihr, die Grundregeln des Ordens zu wahren und unsere Werte zu ehren? Ich schwöre. Nie unsere Geheimnisse zu verraten, noch die wahre Natur unseres Schaffens? Ich schwöre. Und dies fortan bis in den Tod. Egal, was passiert? Ich schwöre. Dann seid willkommen in unserer Mitte, Bruder. Ihr seid jetzt ein Templer, Herold einer neuen Welt. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Tja, da hat uns Hathen gleich mal in den Templerorden gezogen. Verstehen Sie jetzt? Ich begreife, warum Sie so an Cormac interessiert sind. Shae sah das wahre Antlitz der Welt und wählte seinen Weg entsprechend. Eine ähnliche Wahl steht auch Ihnen bevor. Wer hätte gedacht, dass Sie so weit kommen? Sie sind auf dem richtigen Weg. Fehlt immer noch der Zugriff auf die Server im Keller, aber einer ist ganz oben im Gebäude, neben Melanies Büro. Der nächste halt. Na yay. Okay, das heißt, wir sind zurück in der Gegenwart. Und dann würde ich auch erstmal sagen, wir machen hier wirklich... Was ist das denn? Rising Phoenix? Das ist interessant. Was ist das? Neues Projekt von Ubisoft? Aber was das ist ja das nächste Assassin's Creed ist ja ein Assassin's Creed Victory. Victory heißt das ja aktuell. Ich weiß nicht, ob das der Arbeitstitel oder der finale Titel ist. Aber Rising Phoenix, okay. Auf jeden Fall, ich würde dann jetzt erstmal. Aufzug in den 15. Stock. Na los! Ich würde dann jetzt ganz gerne erstmal Aufnahmepause machen, also ganz knapp, ganz kurz. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und dann sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme... Gib Ruhe. Sehen wir uns bei der nächsten Aufnahmesession von Let's Play Assassin's Creed Rogue. Bis dahin, tschüss.